Oh, hier ist wieder Nadine von Hängebauchmaus. So, heute zeige ich euch mal das Album, was ich für meine Tochter gebastelt habe zum Geburtstag. Da habe ich ja schon ständig irgendwas erwähnt davon, ne? Dass ich voll im Stress bin. Und ja, der Geburtstag ist ja schon fast 2 Wochen her. Und jetzt zeigen wir euch mal das Video. Wir, weil mein Töchterchen sitzt auch hier und die hilft mir beim Zeigen. Da ist mein Töchterchen. Hier. Ihr habt heute 4 Hände. So, ich habe das ganz einfach gebastelt aus so einem Scrapbook. Die gibt es beim Action. Einmal in diesem Kraftpapier und einmal in Schwarz. Meine Tochter steht auf Schwarz. Da sind 40 Seiten drin. Ich habe aber welche rausgetrennt, weil das Album platzt ja jetzt schon. Und ich habe eine eigene Bindung eingefügt. Also, die haben eigentlich so eine normale Ringbindung, wie ihr das bei Blöcken auch habt. Das wäre, glaube ich, zu wenig gewesen. So, und dann zeigen wir euch das jetzt mal. Da habe ich jetzt keine Anleitung dazu, aber wenn ihr etwas wissen möchtet, das sind Kartentechniken auch mit drin, dann schreibt mir das in die Kommentare und dann schaue ich, dass ich eine Anleitung dafür filme. Und jetzt geht's los. Also, die erste Seite. Hier habe ich das Regenbogenpapier von Stamping Up verwendet. Das hatte ich euch ja in meinem Auspackvideo gezeigt. So. Da haben wir schon die erste Kartentechnik. Ich muss mal schauen, eine Pop-up-Box-Card, glaube ich, nennt sich das. Hier habe ich Strohhalme verwendet. Bestimmt hat jeder von euch noch Strohhalme zu Hause, die darauf warten, verbraucht zu werden. Das kann man sich auch hinstellen und natürlich da wieder reinschieben. So, dann haben wir hier ein bisschen was zum Aufklappen, um möglichst viele Bilder unterzubringen. Und ich habe das mit Klettverschluss geschlossen, weil Magnete waren nicht stark genug. Ich habe keinen einzigen Magnet gefunden, der das gehalten hätte. Hier habe ich mit den großen Stanzen vom Action gearbeitet. Da gibt es ja so ganz große, die habe ich euch gezeigt. Moment. Sowas hier. Hier habe ich diese verwendet. So. Jetzt habe ich hier noch etwas gebaut. Naja, so frei Schnauze. Ich hoffe, man sieht das. Ist ein Riesenrad. Das dreht sich auch. Und eigentlich drehen sich auch diese einzelnen Gondeln. Und da kann sie jetzt natürlich die Mitglieder ihrer Lieblingsband mitfahren lassen. Die haben hinten Magnete drauf. Dadurch, dass das Album immer so zusammengequetscht ist, tun sich hinten diese Nasen immer so ganz fest quetschen. Normalerweise sollten die ganz locker sein, damit sich alles mitdreht. So, ganz normal, nichts Besonderes. Und hier haben wir wieder diese Stanzen, die ich euch gerade gezeigt habe, vom Action. Die habe ich dafür verwendet. Und hier ist auch gar kein Magnet oder irgendwas drin, weil das schließt auch von alleine. Na, hier haben wir wieder eine Kartentechnik verbaut. Ich muss mal schauen, wie man die Karte nennt. Ich weiß es nicht. Es poppt auf alle Fälle auf. Ja, man sieht das hier auch so ein bisschen. Das hat so einen Mechanismus. Also ich hoffe, man sieht das hier auf dem weißen vielleicht eher. Ja. Da muss ich auch nachschauen, wie man das nennt. Wenn ich einen Namen dafür finde, dann schreibe ich euch das mit rein. Tada. Fallen alle schon raus? So, hier haben wir wieder eine Karte. Diese Anleitung von der Karte, nach der ich da gebastelt habe.
Die ist leider nicht besonders gut. Also das habe ich auch noch nie gehabt, dass eine Anleitung so schlecht ist. Also wenn ihr dafür eine Anleitung haben wollt, dann drehe ich euch gerne mal eine. So, das ist auch so eine Aufklappkarte. Ich muss mal schauen, da gibt es auch einen Namen dafür. Eigentlich fehlt hier noch ein Feld. Man könnte sechs machen und dann könnte man die in verschiedene Richtungen aufklappen lassen. Ich habe da jetzt nur fünf Felder und deswegen geht das alles nur in die gleiche Richtung. So. Hier haben wir wieder eine Kartentechnik. Die Anleitung habe ich vom Stempler. Ich bin sehr unzufrieden, weil die ist extrem schwergängig. Wie ihr seht, tut sich meine Tochter gerade hier einen Wolf ziehen, dass das aufgeht. Das soll eigentlich total easy von alleine aufflutschen. Weil jetzt ist es auf und jetzt haben wir das Problem, obwohl das ein sehr, sehr starkes Material ist, dass man das auch ohne, dass irgendwas knickt, wieder zugeht. Also damit bin ich sehr unzufrieden. Weil die Kartentechnik an sich ist super schön, aber sehr, sehr schwergängig. Und ich habe noch nicht herausgefunden, woran das liegt. So, hier haben wir wieder was zum Aufklappen. Da habe ich auch wieder die großen Stanzen vom Action verwendet. Und hier haben wir eine Schüttelkarte, eine randlose Schüttelkarte. Das könnt ihr verzieren, wie immer ihr wollt. In dem Fall nach dem Geschmack meiner Tochter. So. Oh, ist rausgefallen. Hier habe ich ein Mini-Album von der Babsi nachgebastelt, von Babsis Bastelwerkstatt. Da gibt es die Anleitung. Sie hat das mit Mohnblüten gemacht. Ich glaube, meine Tochter steht nicht so auf Mohnblüten. Deshalb eher ihr Lieblingssänger. Da habt ihr Taschen, wo ihr so Tags reinstecken könnt. In verschiedene Richtungen. Also dieses Mini-Album ist echt super. Ist auch ein schönes Geschenk. Auch außerhalb so eines Albums. So, hier habe ich auch wieder eine besondere Kartenform gewählt. Genau. Also ich glaube, sowas wird sehr oft in Scrapbooks gemacht. Und hier haben wir Eine Unendloskarte. eine Endloskarte, ganz genau. Unendloskarte. Nein, eine Endloskarte. So, zeig mal. Der Anfang. Genau. Also hier habt ihr vier verschiedene Ansichten. Ui. Na, wir rücken mal ein Stückchen ins Bild. Ich weiß gar nicht, wie man diese Kartenform nennt. Ich recherchiere dazu mal und schreibe es euch rein, wenn es dafür einen Namen gibt. So, da habe ich mich geärgert. Ich habe es falsch rum aufgeklebt. Ne? Der sollte eigentlich richtig rum sein. Ich muss mal schauen, ob ich das noch berichtigen kann. Habe ich bei allem so aufgepasst und da unterläuft mir ein Fehler. Ja, Moment. Also einfach alle Blätter nacheinander und beim letzten heben wir die in eine Ecke hier unter die andere. Und dann ist es wieder zu. Und dann haben wir hier noch eine Wasserfallkarte. Ich glaube, wir drehen das jetzt mal so rum, weil das Album ist jetzt schon echt dick zum Platzen. So. Ding.
Ja, das hakt immer hier unten ein bisschen beim Zurückfahren, weil die Bilder doch relativ viel Spielraum zum Anecken geben. So, und da haben wir jetzt schon die letzte Seite. Oh, da geht die andere schon wieder auf. Auch wieder eine besondere Kartenform. Wie so eine Art Stern, sage ich jetzt mal. So, jetzt haben wir euch das Album gezeigt. Und damit ihr mal seht, wie dick das ist. Gott sei Dank gibt es ein Band zum Zumachen. Weil das platzt ja sonst auf, so dick ist das. Also, das ist jetzt, ich bin kein so ein Albummacher. Das mache ich nicht so oft. Und ich glaube, es war ganz gut, dass es ein Zeitlimit gab, weil sonst wäre das noch fetter geworden, das Album. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es war ein bisschen was Interessantes für euch dabei. Also, wie gesagt, wenn ihr für irgendetwas davon eine Anleitung haben möchtet, dann schreibt mir das doch. Dann schaue ich, dass ich davon mal ein Video drehe und wir das zusammen basteln. So, dann sagen wir beide jetzt Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.